Eine Studie der EU-Kommission hat ergeben, die Deutschen gehören zu den unzufriedensten Bahnkunden Europas. Entweder anderes Gleis, sowieso immer zu spät oder selten, wenn es mal pünktlich ist. Lange Wartezeiten, überfüllte Züge, schmutzige Toiletten. Die Reisenden sind wütend. Es ist echt grausam, was die Hygiene angeht, Pünktlichkeit angeht, Ticketkauf. Es ist einfach nur noch schrecklich. Es ist die Geschichte einer enttäuschten Liebe. Nicht einmal enttäuscht, sondern immer und immer wieder. Jahrzehntelang. Und dabei hat dieser Sommer der 9-Euro-Tickets gezeigt, wie viele Millionen Menschen sich für die Bahn entschieden haben oder entscheiden würden, wenn Preis und Service stimmen. Dieses millionenfache Ja zur Bahn aber hat deren Probleme nur noch deutlicher offengelegt. Vollgestopfte Personenzüge, Verspätungen wie lange nicht und stehende Güterzüge wegen Schienennetzüberlastung. Dazu immer neue, oft kleinteilige Baustellen, die für Stau auf den Gleisen sorgen. Wieso aber ist die Bahn überhaupt in einer so misslichen Lage? Und wie realistisch ist es, dass sich der eher jammervolle Zustand zügig beheben lässt? Das setzen wir heute für Sie in den Kontext. Herzlich willkommen. Zumindest die politische Ampelschaltung ist für die Bahn eindeutig. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass sich innerhalb von 8 Jahren die Zahl der Menschen, die Fernverkehrszüge nutzt, verdoppeln soll. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, wie ambitioniert dieses Ziel ist. Denn vor allem 3 zentrale Probleme gilt es auf diesem Weg zu lösen. Erstes Problem: Verspätungen und Zugausfälle. Die Bahn kommt, aber wann? Ganz ähnlich wie in dem Werbespot fragt sich das auch so mancher Kunde auf Deutschlands Bahnhöfen. Bei uns kommt die Deutsche Bahn immer zu spät. Im Juni dieses Jahres kamen 42% aller Fernzüge nicht pünktlich. Hauptgrund für die schlechte Quote bei der Pünktlichkeit waren die vielen Baustellen. Noch nie wurde so viel am Schienennetz gebaut wie aktuell. Die Bahn leidet an einem massiven Sanierungsstau. Kommen wir zum zweiten großen Problem, zum sehr überschaubaren Komfort. Und auch das bemängeln Bahnkunden und Bahnkundinnen seit Jahrzehnten. Was mich auch stört, sind nicht nur die Verspätungen, sondern der Schrott, der auf der Schiene steht. Es schließen die Türen nicht, sie gehen nicht auf, die Züge sind überfüllt. Ich habe halt ein kleines Kind und es ist halt nicht so schön, irgendwie die Toiletten zu benutzen zum Beispiel. Laut einem Bericht aus 2018 weisen 4/5 aller ICE Mängel auf. Problem Nummer 3, die hohen Preise. Also ich finde, die Bahn ist eigentlich schon teuer genug. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, meistens mit dem Flixbus, weil es viel günstiger ist. Also, die Bahn ist zu teuer, zu unkomfortabel, zu unpünktlich. Und das wiederum hat 3 wesentliche Ursachen. Erstens, es fehlt an einem ausreichend guten Schienennetz. Und da lohnt sich ein kurzer Rückblick. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt 2 Staaten, 2 Bahnen. In der Bundesrepublik gab es die Bundesbahn und in der DDR die Reichsbahn. Aber in beiden Staaten werden der Erhalt und die Modernisierung des Schienennetzes vernachlässigt und die Bahn auf Verschleiß gefahren. Anfang der 1990er Jahre ist die Quittung unübersehbar. Die Infrastruktur ist veraltet und beide Systeme sind hochverschuldet. Mit einem Defizit von knapp 4 Milliarden Mark und rund 41 Milliarden Mark Schulden ist die Deutsche Bundesbahn ins Jahr 1989 eingefahren. Heilung verspricht man sich von 2 Maßnahmen, Fusion und Privatisierung. DB, das hieß bisher Deutsche Bundesbahn, aber das ist vorbei. DB heißt jetzt Deutsche Bahn. In dieser Aktiengesellschaft ist auch die ehemalige DDR-Reichsbahn aufgegangen. 1999 wird Hartmut Medorn Chef der Deutschen Bahn und er stellt die Weichen Richtung strikten Sparkurs. Das heißt auch, dass wir keine Unternehmungen mehr starten dürfen, die sich nicht rechnen. Und wir werden hier mit spitzer Feder rechnen und nur Dinge machen, die sich wirklich rechnen. Und dazu gehörte es auch, viele Weichen und Schienen entfernen zu lassen. Denn die sind teuer in der Wartung. Medorns knallharter Sparkurs allerdings wird von der Politik ausdrücklich unterstützt.
Experten kritisieren außerdem, dass in den vergangenen 20 Jahren auch viele Weichen abgebaut wurden, weil sie wartungsintensiv und damit teuer sind. Weiche bedeutet aber Kapazität. Also wenn vor mir ein Zug liegen bleibt oder ein Zug sehr langsam fährt, kann ich den überholen. Wenn die Weiche nicht mehr da ist, kann ich den nicht überholen und muss 20 Kilometer hinter einem langsamen Zug herbummeln. Und das bedeutet, jede Störung zieht weitere Störungen nach sich. Schuld trägt übrigens auch das Eisenbahngesetz, das mit einer absurden Vorschrift zu absurden Folgen führt. Eine Ursache ist zum Beispiel die, dass die Bahn bei Reparaturen grundsätzlich selber zahlen muss. Wenn aber ein kompletter Neubau erfolgt, dann springt der Bund ein. Und wenn ich Unternehmer wäre, würde ich dann auch warten, bis eine Brücke komplett zerstört ist, weil dann brauche ich nicht bezahlen. In Zukunft will der Bund nun die Sanierung des maroden Schienennetzes vorantreiben. Die Generalsanierung soll 2024 starten. Schienen sind das eine Problem. Der Bahn fehlt es aber auch an Personal. Medon ließ während seines Sparkurses tausende Arbeitsplätze abbauen. Anfang 1994 hatte die Bahn nach eigenen Angaben noch rund 350.000 Beschäftigte. Die Zahl wurde seitdem fast halbiert. Eine bessere Bahn und eine starke Schiene gibt es nicht zum Nulltarif. Das gilt für uns genauso wie für den Bund. Wir müssen massiv in das System investieren. Auf unserer Seite Personal und Fahrzeuge. Nur um einmal aktuell zu vergleichen. Die hochgelobten Schweizer Eisenbahnen sind das nicht durch Zufall. Der Investitionsvergleich in das Schienennetz allein des vergangenen Jahres ist erschütternd. Deutschland investierte 124 Euro pro Bürger und Bürgerin. In der Schweiz waren es 413 Euro und in Luxemburg sogar 607 Euro. Auch wenn die Bundesinvestitionen in die Schieneninfrastruktur in den vergangenen Jahren gestiegen sind, liegt Deutschland im Vergleich mit anderen europäischen Ländern noch immer auf einem der hinteren Plätze. Warum aber wird nicht mehr getan, um die beschriebenen und seit Jahren bestehenden Probleme zu lösen? Die Antwort hat viel mit Struktur zu tun. Denn die Deutsche Bahn AG ist eine Aktiengesellschaft, bei der der deutsche Staat Eigentümer aller Aktien ist. Die Bahn ist also ein privates Unternehmen in staatlichem Besitz und steht damit in einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen dem Konzerninteresse, Geld zu verdienen, und dem Gemeinwohl aller. Und das Problem im Problem ist, dass selbst der Bund als Eigentümer das Gemeinwohl weniger im Blick hatte als die eigene Kassenlage. Über viele Jahre wurde nicht genug investiert und die Bahn vernachlässigt. Eigentlich hat der Rechnungshof seit Jahren ja darauf hingewiesen, dass die Bahn in eine zunehmende Schieflage gerät. Die Bundesregierung hat es immer ignoriert. Die Fakten sind seit Jahren bekannt. Aber jetzt hat es also eine Dramatik erreicht, in der man also eigentlich nicht mehr weiter weggucken kann. Nach der Fusion von Bundes- und Reichsbahn übernahm der Bund die Altschulden beider Systeme und häufte in der Folge immer weitere Schulden an. Inzwischen sind es rund 29 Milliarden Euro Netto-Finanzschulden. Und als wäre das nicht schon genug, zusätzlich hat die Bahn ein Problem der Fokussierung. Sie ist in über 130 Ländern aktiv, hat extrem viele Tochterunternehmen, das hiesige Gemeinwohl aber offensichtlich nicht immer ausreichend im Blick. Eine Kritik, die seit Jahren überhört wird. Die deutsche Bundesregierung, die eigentlich die Bahn so 100% kontrollieren könnte, aber nicht tut, lässt die Bahn gewähren, als wäre sie ein Global Player und findet es ganz toll, wenn sie in Dubai oder in China oder in den USA irgendwelche Firmen aufkauft und sagt nichts, wenn die Preise hier erhöht werden, wenn die Bahn nicht am Gemeinwohl und nicht an den menschlichen Bedürfnissen sich orientiert. Diesen Beitrag von 2012 über die Entwicklung der Preise bei der Bahn finden Sie in voller Länge in unserer Mediathek. Die Ampelkoalition will nun endlich alles heilen. Im Juni kündigte Verkehrsminister Volker Wissing eine Generalsanierung an. Wir wollen eine hochleistungsfähige Deutsche Bahn, die sicher und pünktlich die Bürgerinnen und Bürger an ihre Ziele bringt. Ein Hochleistungsnetz, so bezeichnen sie es heute, soll entstehen. Und so der zuständige Minister, die fürs Netz zuständige Bahntochter soll in eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft überführt werden. Es geht um mehr Einfluss durch den Bund. Aber Achtung, eine hochleistungsfähige Bahn stand auch schon früher auf der politisch verkündeten Agenda. Ohne Erfolg. Wir brauchen eine stark aufgestellte Bahn,
im 21. Jahrhundert. Und genau das tue ich, indem ich das Ruder herumziehe und in Zukunft eine Bahnpolitik betreibe, die auf Investition in die Schiene und auf Investition in das rollende Material gerichtet ist. Die 20er Jahre stehen unter dem Motto Machen jetzt, es wird das Jahrzehnt der Schiene. Die Konsequenzen des jahrelangen Missmanagements werden sich leider nicht kurzfristig beheben lassen. Und dabei wäre eine leistungsfähige, nutzerfreundliche und pünktliche Bahn wichtiger denn je. Wir stecken mitten in der Klima- und Energiekrise. Und wir, Bürgerinnen und Bürger, scheinen doch bereiter denn je, mit der Bahn zu fahren. Insgesamt wurden ungefähr 40 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Wie stehen Sie zur Deutschen Bahn? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Wenn Sie mehr Kontext sehen wollen, hier eine Folge mit meiner Kollegin Aminata Belli, die die Flutkatastrophe im Ahrtal in den Kontext gesetzt hat. Und wenn Sie noch mehr über die Deutsche Bahn wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen dieses Video von meinen Kolleginnen und Kollegen.